Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolgskampf in Zandala und Kul'Tiras, oder genauer gesagt hier um den Abschnitt Das Gefangene Böse. Und dafür müssen wir Leana Dunkelwind besiegen, die befindet sich etwa bei 77-29 im Gebiet Sturmsanktal. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus: Wir nehmen hier Terokal-Jungti mit Alpha-Stoß, Schutz der Natur und Verheeren, dann mechanisch Pandarendrachen mit Atem, Donnerblitz und Lockvogel. Und normalerweise ist es so, dass man den Gegner mit den ersten zwei Pads hier besiegen kann, aber zur Sicherheit nimmt man am besten ja Drachkin-Pads mit, irgendwie vielleicht mit Schwanzfäger oder auch Pads mit Atem, weil der letzte Gegner ist ein magisches Pad und da sollten eigentlich diese Drachkin-Attacken relativ guten Schaden anrichten. Ein Level-Pad, ja, kann man teilweise mitnehmen, würde ich aber vielleicht mit etwa 1000 Gesundheitspunkte mitnehmen. Das Problem ist halt einfach, der Gegner attackiert mit so einem Wirbelwind und teilweise trifft er, teilweise auch nicht. Ab und zu crittet er noch recht gut, also ja, es wird relativ knapp sein für ein Level-Pad, aber wenn ihr könnt, würde ich, wenn das Terokal-Jungtier stirbt, ein Level-Pad reinsetzen und dann mechanisch Pandaren-Drachling zum Schluss. Da halt einfach mit Lockvogel arbeiten und Atem, aber ansonsten würde ich jetzt dann so arbeiten, wie jetzt ja in diesem Guide hier. Am besten einfach zu Beginn gleich mal Schutz der Natur reinsetzen, damit man sozusagen im Hintergrund immer sich ein wenig heilen kann. Danach arbeiten wir mit Alpha-Stoß weit und hier gibt es so einen kleinen Punkt. Ihr seht, Verheeren macht etwa 309 Schaden und das heißt, wenn ihr ja den Gegner unter 618 Gesundheitspunkte gebracht habt, könnt ihr Verheeren einsetzen, ansonsten einfach mit Alpha-Stoß weiterarbeiten. Aber ihr müsst halt einfach darauf achten, dass Regentanz immer noch eingesetzt werden kann. Also teilweise, zum Beispiel jetzt wird es meistens so sein, nach zwei Alpha-Stößen setzt ihr hier Regentanz ein. Also eben das müsst ihr halt einfach mit einberechnen, damit ihr nicht Verheeren zu früh einsetzen würdet. So, noch einmal. Und dann sollte er eigentlich unter dieser Marke sein. Und dann eben, wie gesagt, einfach hier an dieser Stelle Verheeren einsetzen. Und keine Angst, auch wenn jetzt zum Beispiel ja, die erste Verheeren-Attacke den Gegner töten würde, ist kein Problem. Es ist halt einfach so, Terokal-Jungtier geht etwa mit 80% bis 90% in den Kampf gegen diesen Strom hier. An dieser Stelle einfach ganz normal arbeiten mit Alpha-Stoß. Ihr seht, die Attacke macht recht guten Schaden und deshalb können wir ja den Sturm relativ schnell weghauen. Und eben dieses ist eben dieser Wirbelsturm, der trifft teilweise sehr gut, eben mit 35%iger Trefferchance. Aber ja, ich sag mal so, meistens trifft er etwa dreimal. Aber eben, ich würde ein Level-Pad jetzt hier nicht empfehlen, außer es wird so etwa Level 20 sein. Und dann noch einmal und der Gegner würde auch so sterben, auch wenn ich jetzt nicht davor gecrittet hätte. Terokal-Jungtier geht meistens so ja mit 60-70% aus diesem Kampf heraus, kann jetzt gegen diesen Geistverzehr noch ein bisschen Schaden austeilen. Meistens setze ich hier zuerst einmal nochmal den Schutz Natur ein, damit es ein bisschen gegenheilen kann. Man könnte es teilweise auch weglassen, also es ist jetzt nicht unbedingt sehr tragisch, falls man ja, das vergisst. Dann an dieser Stelle, wenn man noch schneller ist, würde ich Alpha-Stoß empfehlen, weil es haut ein bisschen mehr Schaden raus. Wenn es unter 50% gefallen ist, Terokal-Jungtier, würde ich empfehlen, Verheeren einzusetzen, weil Verheeren so macht halt einfach mehr Schaden. Aber leider ist es so, halt eben Geistverzehr teilt recht gut teilweise aus. Deshalb ist es meistens so, dass man vielleicht nur noch einmal Verheeren einsetzen kann und hier jetzt dann gleich stirbt. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich genau mit einem Gesundheitspunkt überlebt habe, deshalb werde ich schnell einmal passen. Also eben, das war jetzt einfach ein großes Glück. Ja, wenn der erste Gegner, also wenn das Terokal-Jungtier dann gestorben ist, kommt hier der mechanische Pandarendrachling ins Spiel und ich würde einfach mit dem Lockvogel arbeiten. Und danach, ja, könnt ihr eigentlich selber entscheiden, ob ihr zuerst einen Donnerblitz einsetzen wollt oder halt einfach nur mit Atem arbeitet. Leider ist es hier relativ knapp geworden, weil es eben sozusagen diese eine Runde übersprungen hat zu dem Schattenschock. Ja, macht halt relativ guten Schaden teilweise. Aber wenn man Glück hat, ja, macht es nur immer 237, aber das passiert relativ selten. Aber eben hier einfach mit Atem weiterarbeiten. Und dann sollte so mit dem dritten oder zweiten Atem der Geistverzehrer eigentlich sterben.
Somit haben wir hier Leana Dunkelwind besiegt. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!